Hallo und herzlich willkommen zurück zu Splittermond, die Splittergruppe. Weiter geht es mit dem Spottgesang. Wir haben ein bisschen was an der Technik umgestellt, weil es wird hier immer besser. Neue Mikrofone, Mischpult. Jetzt haben wir einen Computer hier stehen. Die Hure von Dyselot! Seht ihr das? Eure Monetarisierung. Da fliegt sie. Oh, Entschuldigung, die Prostituierte von Dyselot. Ja, wir haben den Computer liebevoll die Hure getauft, weil er nur von uns benutzt wird. Oh, oder sie nur von alten Teilen einfach nur zusammen. Aus alten Teilen zusammengeschustert. Eigentlich ist es so ein Frankensteinsmonster. Wie hieß irgendwie die eine Prominente, die doch nur aus Einzelteilen besteht? Cher? Ja, genau. Warum haben wir die wieder nicht schwer getan? Weil Popkulturhumor halt nicht eures ist. Das ist so eine Sache. Also nicht wundern, wenn es jetzt ein bisschen anders klingt, ein bisschen anders aussieht oder irgendwas. Was weiß. Also aussehen sollte es gleich noch, aber könnte alles sonst noch ein bisschen sich verändert haben. Aber es kann anders aussehen, wenn ihr uns unterstützt. Aber gut. Das ist eine andere Geschichte. Finanzierer, wir können uns keine bessere Kamera leisten. Oder mehr. Oder eine zweite, vor allem Premiere bräuchte ich. Ist ja auch egal. Wer uns unterstützt hat nach einer liebevollen Anfrage vom Flo, ist der liebe Marvin Kopp. Ah ja. Denn was ihr jetzt im Hintergrund hört, ist der Soundtrack von Enderal, welchen wir benutzen dürfen. Haben wir vorher auch hin und wieder mal benutzt, aber. Aber nur doch offiziell. Das auch. Jetzt auch offiziell. Das heißt, zwischen Erdenstern und... Wir haben übrigens neue Sachen rausgebracht. Schaut da mal auf Bandicam, ist das, glaube ich. Der Link ist auch unter We Happy Few. Und unter dem hier, glaube ich, auch. Wenn wir es benutzen, ist das meistens auch ein Link unten drunter in der Beschreibung. Geht da mal rauf, schaut euch die Musik an. Total tolle Sache. Enderal, falls ihr es noch nicht kennt, auch unbedingt mal anschauen. Und noch ganz schnell vielleicht... Wenn wir gerade bei Let's Play. Leuten danken und so weiter sind. Ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch ist, aber aktuell ja bei Splittermond ganz doll dabei. Ach so. Was ich auch schon im Livestream letzten Donnerstag gesagt habe. Also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Als dieser, ja. Vielen, vielen, vielen Dank an die ganz tollen Zuschauer momentan, die sehr, sehr aktiv im Chat sind, die sehr, sehr aktiv aber auch dabei sind, das Erlebnis für alle schöner zu machen. Da wäre zu nennen Iron Force, der unter den Splittermond-Videos, allen Splittermond-Videos drunter schreibt, Zeitstempel und sein Kommentar zu allen möglichen Sachen. Herrlich. Es ist herrlich. Also, für uns nochmal ein... Super, um die Highlights nochmal durchzugehen. Genau, diese habe ich geschrieben, die Kirsche auf der Sahnehaube. Also da an der Stelle vielen lieben Dank. Auch vielen lieben Dank an Raven... Love? Raven Stormcliff. Raven Stormcliff. Genau. Oh Gott, ich weiß doch nicht. Heißt aber nur Raven bei uns. Raven Stormcliff, würde ich sagen. Ich würde jetzt auch sagen. Du weißt, wer gemeint ist. Raven bei... Nein, wir wollen das schon richtig sagen. Ravena Stormcliff. Ravena Raven. Und ich glaube auch auf Twitter heißt sie Raven... Genau. Ah, okay. Für diverse Dinge. Ganz, ganz nett im Chat unterwegs. Auf Twitter teilt sie uns immer ganz, ganz fleißig und hat Unterstützung momentan mit musikalischen Beiträgen, die so wahrscheinlich, also ich weiß nicht, ob sie in der Zwischenzeit dann schon zu hören gibt oder nicht, aber da ist viel im Hintergrund am Laufen. Ich weiß, da an der Stelle nochmal danke und auch für die Fanbilder, Fanart, vielen Dank an Raven. Und wen haben wir noch? Karl. Karl the Great. Karl the Great hat aus der Wenn die Wasser verstummen Runde das Lied, was Corvo gedichtet hat für den Roten Löwen. Oder gegen den Roten Löwen. Einmal in was weiß ich wie vielen Strophen ausgearbeitet. Und das müssen wir irgendwann nochmal zugute bringen hier als auf unserer CD. Also, danke an gerade euch drei, aber auch alle anderen, die zuschauen. Ja. Seien wir ehrlich, ohne das wäre das hier immer noch unglaublich cool, aber wir wären nur fünf Typen, die hier in den Mikro quatschen und Rollenspiel spielen. Ja, was immer noch ziemlich cool ist, aber das Schöne ist, jeder Zuschauer macht es noch viel besser. Ja, auf unsere Zuschauer. Auf unsere Zuschauer. Wir stoßen an mit leckerer Trinkschokolade. Oder meines alle. Meine auch. Meine auch. Prost! Teile von uns stoßen an mit leckeren Trinkschokolade. Auf euch, meine Lieben. Auf euch.
Teleprost. Oh, Teleprost. Teleprost in die Vergangenheit. Zukunft. So, Zukunft. Nachdem wir jetzt mit der Schleimerei durch sind. Zurück auf den Berg. Klingt windig. Es ist windig. Es ist windig. Ihr seid relativ hoch. Das ist hier auch nicht so dolle geschützt. Windgeschützt. Und ihr kommt jetzt gerade auf diese weiten Felder, wo der Wind nochmal so durchsausen kann. Deswegen werden sie wahrscheinlich auch nichts Hochragendes anbauen, sondern eher so Karotten, Kartoffeln, Zwiebeln, Rüben. Sowas halt. Salate. Kopfsalat. Kohl. Wahrscheinlich ganz viel Kohl. Jetzt, wenn ihr darüber nachdenkt, hofft ihr, dass sie dem Drachen nicht so viel Kohl füttern. Leonin, das ist es. Ihr seid... vielleicht Zwiebeln oder Kohl? Ihr seid auf dem Gehöft und wolltet gerade zu den beiden Männern, die auf dem Felde sind, dem gnomischen Druiden und dem albischen Priester des Morkai. Ulbrom? Ulbrom. Ach, das sind L, ja, jetzt wo du sagst. Na. Wie hieß der Druide? Ulbrom. Hab ich. Wie hieß der Priester? Haben wir noch nicht. Also der heißt nicht, haben wir noch nicht. Haben wir noch nicht. Komischer Name. Da waren wir stehen geblieben. Ja, wir gehen auf sie. Ihr nähert euch den beiden. Die Brüder sind ja schon freudig zugenickt. Er beobachtet euch. Zugenickt hat er euch noch nicht. Mhm. Er hat schon als sie näher kam, sofort seinen Blick zu euch gewandt und euch beobachtet beim Näherkommen. Nee, beginnt sie mit. Seid gegrüßt! Hallo! Der Morkhep-Priester wirbelt herum. Grüße! Seid gegrüßt! Faszinierend! Noch eine Truppe Reisender. Hm. Das wollt ihr hier nennen, nicht aber, dass ihr mit den anderen da zusammen seid, oder? Oder? Nein, oder? Wir sind unsere eigene Gruppe. Und ihr seid? Brandon. Ein Zwerg, ja, so viel sehe ich. Auch ich habe einen Namen. Ja, den wollte ich doch hören. Brandon Hammerwacht. Bitte. Brandon Hammerwacht. Ja. Hammerwacht. Hammerwacht. Clan? Da wird Brandon etwas überrascht sein. Ihr seid der erste Nicht-Zwerg, der danach fragt. Clan? Bitte, ich weiß doch von dem allen. Vom klaren Dunkelbann. Dunkelbann. Ja, das klingt ja religiös angehaucht, würde ich sagen. Also faszinierend. Da dreht sich der Druide um. Dragdan. Lass sie doch sprechen. Brandon wird auch. Ja. Brandon wird singen. Oh mein. Ah! Das ist der. Alvar Anrandun? Anrandulf. Anrandulf. Menschenname ist manchmal kompliziert. Total komisch. Walgrim Felsspalter vom. Ich weiß auch nicht, durch den Clan ihr gehört, und das ist mir jetzt etwas peinlich. Ja. Ach, gut, dass ihr euren Clan gerade genannt habt. Richtig. Sind die Windböen. Muss das verschluckt haben. Ja. Und das ist Karas. Faszinierend. Und in dem Moment, der Gnom Ulbrom. Ruhig. Wie hieß er? Und der Morkai-Priester wieder ran. Dragdan. Ich habe den Namen gehört, aber ich habe nicht gespeichert. Nun, ich bin Ulbrom von Tilwins Schar. Und dies ist, ich würde schon sagen, mein guter Freund, auch wenn wir uns noch nicht so lange kennen. Dragdan Ferinor. Es ist mir eine Freude, eure Bekanntschaft zu machen. Wunderbar. Und auch. Monfra dreht sich um. Unglaublich! Oh nein. Vielleicht unterhaltet ihr euch beide einmal dort drüben. Ihr wirkt beide sehr wissbegierig. Ich hab euch eine formidable Idee. Sagen. Endlich Zivilisation. Oh, das sage ich auch immer. Ihr habt ein Monster geschafft. Wir gehen. Und da unterhalten sich sehr nah an der Klippe. Nein! Meine Freunde! Der Wind. Der muss stark gewesen. Ein kleiner Schritt für einen Menschen. Aber ein lauter Schrei. Entschuldigt. Er kann manchmal sehr anstrengend sein. Das kennen wir. Schon gut. Aber so ist das mit den großen Geistern meist.
drängen sie danach, sich okay. mitzuteilen. Sie an, sie an. Willst du nicht auch an der Klippe sprechen? Nein. Nun, erlaubt die Frage, aber wieso seid ihr hier? Warum ich hier bin, ist das nicht offensichtlich. Eine Kreatur leidet und ich bin hier, um Leiden zu lindern. Wir auch. Wir wissen nur noch nicht, wessen Leiden. Und was das Leiden ist. Wir würden das Leiden der Kreatur gerne lindern, aber um ehrlich zu sein, ist das nicht der Hauptgrund. Aber vorher würde ich gerne erfahren, ist diese Kreatur eine schreckliche Bestie, die alles vernichtet, was ihr über den Weg läuft, was ihr nicht gefällt? Oder ist sie eigentlich ganz recht so neutral? Oder gut? Oder vielleicht sogar gut? Ja. Das war eine Oder-Frage. Ja. Die Einteilung in Schwarz und Weiß. Das war gar nicht. Ist ungenügend. Dann lass uns mich die Frage einmal etwas... Nehme an, jeder von uns hat dereinst Dinge getan, die nicht gut sind, auf die wir vielleicht auch nicht stolz sind. Ja. Die Frage ist der Drache auch so? Oder ist der Drache eher so... Warum sollte er anders sein wie ihr? Wir haben noch nie vorher einen Drachen gesehen. Ich kenne auch Menschen, die anders sind als ich. Ja, jeder von uns ist verschieden. Ja, richtig. Es ist keine Frage jetzt, weil er ein Drache ist, sondern weil er eine böse, finstere Kreatur sein könnte, die alles frisst, was ihm nicht gefällt. Ich glaube, okay. hat sein Meister gefunden. Gut, ich möchte... Nein, Moment. Manche mögen etwas Böses in sich haben, aber es zu kontrollieren, zu unterdrücken und im Notfall, falls es tatsächlich doch mal hinauskommt, zu bereuen. Andere hingegen lassen diesem bösen und finsteren freien Lauf und lassen sich von ihm verschlingen und verschlingen damit auch andere. Menschen, Waage, Zwerge, Tiere, aber alles. Sind wir nicht in der Lage, uns zu ändern? Ja. Können wir nicht das eine gewesen sein ja. und das andere werden? Die Frage ist ja jetzt nicht, was der Drache gewesen ist. Die Frage ist, wie er jetzt ist. Ist er ein Drache, dem man vertrauen kann? Der nicht jeden Morgen aufwacht oder eines Morgens aufwacht und sich denkt, na, heute fackele ich das Dorf an und fresse ihre Bewohner bei der Bändigen Leib. Weil er da ist. Weil ich heute Lust drauf habe. Ich bin nicht in der Lage, den Geist eines Drachen zu verstehen. Das war das längste Gespräch, und ich weiß nicht so. Bitte? Nichts, entschuldigt. Ich bin nicht in der Lage, den Geist eines Drachen zu verstehen, aber ich würde ihn als vertrauenswürdig einordnen. Sehr schön. Damit ist die Frage noch einmal beantwortet. Hat er denn in den letzten Monaten gewisse Dörfer niedergebrannt, Karawanen überfallen und gefressen oder Jagd auf unschuldige Jungfern gemacht? Eine merkwürdig spezifische Frage, findet ihr nicht? Ne. Hat er irgendwelche Loraki in den letzten Monaten gefressen? Ihr etwa? Ne. Nein, aber... Ich hab doch gerade nach dem Drachen gefragt. Wir sind ja auch keine Kannibalen. Worauf wir hinaus wollen. Ihr seid hier, um ein Leiden zu lindern. Ich werde aggressiv in dem Dorf. Darauf fiel ihm nichts ein. In letzter Zeit irgendwelche Schafe gegessen, Schweine, Pferde. Moment, was hat das damit zu tun? Na, weil er vermutlich Schweine, Schafe und so weiter gefressen hat. Das kann sein. Nein, er stellt gerade Schweine, Pferde hat und... Hat er jetzt Karawanen gefressen oder nicht? Nein, aber selbst wenn. Was? Dann wäre das so, als hätte er Schafe gefressen. Weil wir für ihn wie Schafe sind und Schafe sind für uns halt Schafe. Nein, das ist also schon, aber es ist. Weil wir genauso Lebewesen sind wie Schweine und Schafe. Es ist eine schwierige, verzwickte, moralische Geschichte. Aber natürlich sind vernunftbegabte Wesen schützenswert. Und der Drache ist vernunftbegabt.
So ist es. Hat er jetzt welche gefressen oder nicht? Nein. Also, was jetzt? Karab. Menschen. Nein. Nein, Lorakia. Nein. Okay. Er ist ja wohl kaum. Also, er ist ja so schon kaum. Das. Aber würde er... Ja, aber erst seit drei Wochen. Ich habe nach Monaten gefragt. Würde er unschuldige Lorakia fressen? Ich denke nicht. Das war doch mal noch. Gut. Ihr seid hier, um ein Leiden zu lindern. Das Leiden des Drachen. Ja. Wie gedenkt ihr das zu tun? Ich weiß es noch nicht. Erstmal müssen wir ihn wieder aufpäppeln. Ist er deprimiert oder hat er eine Magenverstimmung? Ich denke, es ist eher ein geistiges Problem. Also ist er deprimiert? Vermutlich durch die Drache leidet unter Depression. Wie weit würde ich jetzt? Weiß ich davon nicht. Davon habe ich gehört, aufgrund meiner Mutter. Ja. Ich war antidepressiver. Man kann nicht alles. Moment, falsche Diskussion. Baldrian. Hängt das mit dem Verlust seines Freundes zusammen? So weit konnten wir es noch nicht eruieren, aber es wäre eine Vermutung. Nehmen wir an. Wir alle sind Wesen, die in einer Gruppe stärker sind und sich geborgen fühlen. Viele Drachen sind Einzelgänger, wie es auch manche Menschen und dergleichen sind. Ja. Aber ja, nicht alle Drachen leben auf ewig in Einsamkeit. Das stimmt, ja. Ihm fehlt er sein Weibchen. Was? Nein, das hat er nicht gesagt. Aber es wäre bestimmt... Er sollte es bei dem auch Ziel vermeiden. Was? Ein Weibchen. Oder mag er mehr Männchen? Habt ihr zufälligerweise ein Drachenweibchen dabei? Nein, aber theoretisch wäre es eine Lösung. Ja, klar. Ich weiß es nicht. Was ich... Bringt euch öfter irgendjemand Weibchen mit? Was ich? Nein. Mit denen ihr euch dann zufällig anfreundet? Nein. Ich glaube, so funktioniert Freundschaft nicht. Nein, nein, das war doch gar nicht... Ach, Ulbrum. Was ich eigentlich fragen wollte... Oh, ich wollte auch noch was fragen. Ja, aber ich bin zuerst dran. Nehmen wir an, wir würden eine Möglichkeit finden, zu dem Drachen zu reisen. Ja. Ohne die Ritterin des Würmers. Warnhilde. Weil, seien wir ehrlich, sie wird sein Leiden eher verschimmeln oder für immer beenden. Aber das wollen wir ja nun alle nicht. Ja. Würdet ihr uns begleiten? Ich weiß nicht. Würdet ihr denn? Was ist der Grund, warum ihr euch nicht sicher seid? Naja, er kennt uns erst seit... Kannst du die Antworten bitte nicht vorkauen? Nun ja. Es sollten nicht immer so viele zu ihm gehen. Nicht, dass man ihn noch verschreckt. Also sollten wir Monfrat hier lassen. Gute Idee. So wie ich ihn bisher eingeschätzt habe, würde er das nicht zulassen. Tja. Es gibt ja Seil. Also er würde uns nicht begleiten, weil nicht so viele zu ihm sollten. Habt ihr schon mit ihm gesprochen? Einmal. Und was hat er gesagt? Es war ein vertrauliches Gespräch. Gut. Klar. Dann werden wir nicht weiter nachfragen. Bevor ich zum vertraulichen Gespräch komme. Nein, da fragen wir nicht weiter nach. Wollte ich noch wissen, sein bester Freund, der Magier, der ist ja tot. Das wissen wir nicht, er ist verschwunden. Zabereo, ja. Er ist tot. Und der Drache glaubt, er wäre gegangen. Nicht richtig, er hätte ihn verlassen und... Nein, er weiß, dass er tot ist. Er will nur nicht darüber sprechen. Ihm fehlt ja, der Wille zur Akzeptanz. Es ist... Er leidet unter dem Tod. Wie ja, ist er gestorben? Und ist natürlich ein Todes, soweit ich weiß. Wurde er begraben? Menschen werden nun mal nicht alt. Das hätte er auch. Er hat ihm ein Grab geschaffen. Oh nein, ich hab an... Oh, ich muss gerade brummen. Ja. Was? Eragon. Aus Eragon. Wo er in Sand gelegt wird und dann dieser leichte Feuer und so ein Glassack um ihn herum erschaffen wird. Okay. Sorry, selbst wenn der Drache böse ist, was das halt jetzt mit Lorakis. Und wir müssen ihn jetzt irgendwie wieder aus dieser Depression rausholen.
Das wäre schön. Vielleicht frisst er dann wieder. Und dann wird es ihm wieder gut gehen. Mag er glänziges. Wie jeder Drache. So ein Ernsthaft? Es tut mir leid. Das wollte ich nicht gesagt haben. Aber es stimmt. In ihm steckt ein kleiner Rassist. Das meine ich nicht mal der Kleine. Das heißt, es gibt einen Drachenhaut, wo er sein. Er hat einen Haut, ja. Es ist Michael. Nun mal eine Angewohnheit. Wir Menschen. Wenn wir dort reingehen, dann schaffe ich mir so viel Gold. Dann lässt du deine Finger bei dir. Auch dich können wir fesseln. Übrigens ist auch du deine Finger bei dir. Ich werde doch nicht den armen Drachen bestehlen, der ist doch schon traurig genug. Schön, dass wir uns einig sind. Er leidet. Auch mit seinem heilendes Blut. Naja, egal. Niemand heilendes beklaut Blut? Den Drachen. Es gibt doch Sagen und Legenden, dass das Hand Blut drauf. Von Drachen große heilende Wirkung haben könnte. Es ist ein gut. mächtiges Alchemiker. Ah, Ritter Ehrenmann. Kann man damit Blinde heilen, zum Beispiel, so aus der Luft gegriffen? Unverarbeitet sicherlich nicht. Eventuell, Blinde? Indem man es verarbeitet. Wirklich? Wer ist denn blind? Nicht so wichtig. Wirklich? Ja. Du hast aus der Luft gegriffen, einfach Blinde heilen, als er gesagt hat. Hilft es gegen geistige. Rubbel halt. Gegen geistige Leiden? Vielleicht solltet ihr nicht nach noch mehr Möglichkeiten mit dem Drachenblut, sonst kommen wir in Versuchung, das Blut zu nehmen. Naja, er muss ja nicht sterben. Gut. Würdest du, wenn man sagt, übrigens, ein paar Fremde könntest du damit heilen, wenn ich mir dein Blut nehme, sagen, jo, klar, mach. Ja. Ja. Wirklich? Ja. Du ja, dir glaube ich das. Das kommt, denke ich, auch auf die Menge des Blutes an, von der wir hier sprechen. Und auf die Person, die man es gibt. Kehle durchschneiden und so etwas ist etwas groß. Ja, okay. Gut, aber ich weiß nicht. Ein paar hundert Liter. Aber Leiden für andere auf sich zu nehmen, ist eine noble Geste. Ist der Drache nobel? So gut kenne ich ihn noch nicht. Vielleicht finden wir das heraus. Ulbrun, habt ihr vielleicht irgendeine Idee, wie wir zu dem Drachen gelangen können, ohne dass Warnhilde etwas davon mitbekommt? Schwierig. Sie ist achtsam. Und die Zwerge ebenso. Ich müsste noch eine Frage stellen, aber die betrifft euch alle, weil ich das. Ich kenne mich mit ihrer Kultur nicht aus. Aber gibt es die Möglichkeit, sie zu einem Duell diesbezüglich herauszufordern? Lieber Brandun. Die Legenden sagen, dass sie zwei Drachen erlegt hat und sie ist gerade hier, um den dritten zu erlegen. Wer möchte sich mit ihr duellieren? Und dann wird sie wahrscheinlich zu dem Drachen gehen und sie töten. Gut, ein anderer Plan, aber bestände die Möglichkeit. Darum geht es doch erst einmal zu fragen. Oder ist das in ihrer Kultur? Okay, es hätte ja sein können, dass das in der Kultur. Mit einer Altfeste zum Beispiel wäre das schwierig. Wenn ihr nicht gerade ein Zwerg seid, ist das unwahrscheinlich, dass man das annimmt. Und selbst dann, da ist die Kultur von Duellen nicht so angesehen. Sie ist eine Ritterin. Ritter duellieren sich für alles. Gerade Zwinger, da sind sehr auf ihre Ehre bedacht. Also Duelle würde ich eher vermeiden. Aber wenn sie schienen mir sehr fähig. Wenn wir es nicht schaffen. Sie hat eine starke Persönlichkeit. Wenn wir es nicht schaffen, ohne dass sie es bemerkt. Das ist der einzige Weg. Vielleicht ist auch gerade dies ihre Schwäche. Was? Ihre Persönlichkeit? Man könnte tatsächlich... wie gesagt, ich kenne mich damit nicht aus, aber... Vielleicht könnte man argumentieren, dass es doch keine... Also wenn es ihre Ehre betrifft, wie ehrenhaft ist es, einen verletzten Drachen anzugreifen? Einen geschwächten Feind. Das mag taktisch klug sein, aber ist es ehrenhaft? Aufgrund der Überlegenheit des Drachen. Ja, das ist richtig, aber Ehre hingegen bedeutet wieder sehr viel für uns Zwerge. Und Ehre geht nicht immer einher mit dem, was die taktisch kluge Entscheidung ist.
Also ich habe von einem Zwergengeneral gehört, der einen Kampf hätte gewinnen können, ohne auch nur einen Verlust in wenigen Stunden, in denen man einen Hinterhalt gelegt hätte. Hat sich aber für den offenen Kampf entschieden. Es hat ein paar seiner Männer verletzt und es hat länger gedauert. Aber er hat sich für die ehrenhafte Methode entschieden. Das Problem wäre, wenn wir den Drachen dann aufpäppeln, wäre dem in der Sachlage noch nicht vorbei. Daher bestände die Möglichkeit. Also ich bin der Meinung, dass es... Für sie ist es nicht wichtig, sich ehrenvoll mit einem Drachen zu duellieren. Gut. Ihr geht es darum, die Welt von den Drachen zu befreien. Das Problem, was ich sehe, mit wir gehen hin, ohne dass sie es bemerkt. Dass sie unser Verschwinden danach ja bemerken könnte. Wir können ja auch einfach gegangen sein. Wenn es irgendwie auffällt, könnte es einen Kampf auslösen zwischen den von Schwarzenfeld und... Und dann... Ich habe ihn noch nicht kämpfen sehen, aber wenn sie so fähig ist, dann tötet sie eventuell Leute, die damit nichts zu tun haben und... So traurig es ist, auch ich müsste mich einmischen. Das heißt, wir kommen da nicht hin, ohne dass wir vorher... Ich stelle es mir schwierig vor. Wie laufen die Duelle? Ist das ein Duell auf Leben und Tod oder? Nicht unbedingt. Die Siegbedingungen werden ja vorher abgesprochen. Nun, dann könnte man das bis zum ersten Blut. Wenn es nicht funktioniert, hat es nicht funktioniert. Dann sind wir aber. Dann müssen wir uns einen anderen Plan überlegen. Aber ich meine, das Schlimmste war... Es müssen aber vorher die Bedingungen festgelegt werden. Ja. Wenn die Bedingung ist, dass wenn sie gewinnt, sie hingehen darf, um den Drachen zu töten. Und wenn nicht, sie einfach abziehen muss. Und wir verlieren. Dann darf sie hingehen und den Drachen töten. Wir sehen, wie die Bedingungen sind. Na, welche Brandon, welche Bedingungen wollt ihr denn stellen? Wenn sie verliert, geht sie. Wenn sie gewinnt, bleibt sie. Oder bleiben kann sie auch so. Die Bedingungen könnt ihr nicht stellen. Das ist... Nun, mein Gedanke dabei war, sie zu einem... Ja, gut. Können wir nicht irgendwie einfach auf ihre Vernunft appellieren? Das scheint nicht zu funktionieren. Naja, wir sind freundliche Außenstehende, die vielleicht ein bisschen besseres diplomatisches Geschick beweisen können als der Windholder Arnie. Und was wollt ihr hier sagen? Nun, dass es vielleicht nicht unbedingt ein böser Drache ist. Und dass sie ein wenig von ihrem direkten Denken, dass alle Drachen böse sind, etwas abweichen sollten. Nehmt es nicht übel, aber ihr wollt damit in vielleicht einem Gespräch von einer bis zwei Stunden eine jahrelange Erziehung brechen? Unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich, aber nicht vielleicht so besser als ein Duell zu führen, wo möglicherweise noch jemand stirbt. Duell ist vielleicht Plan B. Ja, man kann immer auch duellieren. Gut, dann nehmen wir das als Plan B. Also, ich halte, dass wir uns anschleichen für einen schlechten Plan. Dass wir uns wegschleichen für einen eher schlechten Plan. Außerdem können wir ja sagen, dass wir uns alle dem entgegenstellen würden, weil es schlichtweg absurd ist. Gut, also, wir versuchen sie zu überzeugen. Als Plan B fordern wir sie zum Duell heraus. Aber wer von uns kann sie überzeugen? Wir können es alle versuchen. Wir haben jeder von uns hat Argumente. Ihr seid auch Ritter? Nein, bin ich nicht. Ihr seid angehender Ritter. Er ist ein Runenkrieger. Und was Hass gegenüber anderen angeht, sind wir Zwerge jetzt nicht unbedingt unerfahren. Ich hatte... Ah, nee, ist gar nicht da. Okay. Manfred, hast du etwa eine Idee? Und wenn das nicht funktioniert... Sie haben auch nicht unendlich Zeit. Ich kenne mich ja etwas mit dem Würmbahnorden aus, weil es ist ja auch Teil meiner Kultur. Ja. Gab es... mal Gründe, warum ein Drache von einem Ritter des Würmbahnordens oder einer Ritterin nicht getötet wurde. Ich weil, weiß nicht, der Drache nett ist, lieb und sie verabscheuen freundlich. Sogar, also sie schätzen den Wächterbund aufgrund dessen, was er tut. Aber hassen sie wegen... Hassen sie aber gleich und misstrauen ihm eben, weil sie einfach drachische Dinge nutzen, als Bilder benutzen und auch zu schätzen wissen. Und eine Göttin. Achso. Wir haben auch einen Drachengott. Und das finden die so schrecklich. Also ich glaube nicht, dass die irgendwann ein drachisches Wesen bisher am Leben gelassen haben. Aber wenn wir bisher eines vollbracht haben, dann auch das Unmögliche. Das ist ein Argument. Nun gut, dann versuchen wir das. Dann wünsche ich euch viel Erfolg dabei.
Ich freue mich, dass ihr als Boten des Friedens gekommen seid. Wir geben unser Bestes. Immer noch. Wenn ihr irgendwelche Ideen oder Vorschläge habt, euch noch etwas einfallen sollte, dann kommt bitte zu uns und sagt uns Bescheid. Sagt mir Bescheid, wenn ihr Hilfe braucht. Danke für das Angebot. Danke. Ja. Gut, dann sollten wir uns Argumente überlegen. Gut. Also, ein ganz klares Argument, was ich durchaus sehe, wenn sie erinnert ist, sie haben bis jetzt noch keine Drachen leben gelassen, aber vielleicht, dass sie wartet. Dass sie jetzt noch nicht hingeht. Dass sie wartet, bis der Drache wieder bei Kräften ist. Wie gesagt, dass wir sie über ihre Ehre packen. Dass wir sie sagen, ihr greift einen Drachen an, der verletzt ist. Was ist daran ehrenhaft? Nichts, aber ich glaube, das ist ja in dem Fall egal. Das ist richtig, aber ich finde, das ist trotzdem ein Argument, mit dem man das versuchen kann. Kann man probieren, ja. Das Problem ist, ich glaube halt nicht, dass ich überzeugend ist von der Drache, ist nett. Davon, also das ist halt das Problem bei den Rittern des Würmbahnorden, weil ihr Lebensziel ist es, alle Drachen vom Angesicht Lorakes zu fegen, bis keiner mehr übrig ist. Weil sie sind die größte Gefahr, ihrer Meinung nach. Wie ist es mit Zusammenhalt zu Kameraden? Weil? Sie ist vielleicht in der Lage, einen Drachen zu töten. Ja. Was ist mit ihrem Kameraden? Ist sie bereit, das Leben ihrer Kameraden zu opfern und zu riskieren? Naja, die sind auch nicht bereit, Drachen zu töten. Die sind alle Teil des Würmern-Ordens. Naja, nein. Ach, die beiden nicht? Also, nicht direkt. Ihre Karawane wurde damals in Zwingard überfallen und sind alle gestorben und der Würmern-Orden kam zu Hilfe und hat sie gerettet und dann haben sie halt geschworen, den Würmern-Orden zu unterstützen und zu helfen und haben sie dann begleitet vor dem Moment. Das sind hervorragende Armbrust. Zwerge aus Altfeste? Wissen wir nicht. Das sind alle. Ein Witz. Keine Ahnung. In Ordnung. Der eine brummelt immer so. Ist das irgendeine Sprache oder? Ich glaube, einige definieren unsere Sprache als Brummeln, also möglich. Aber. Gut, andere Argumente. Ziege. Du bist auch immer so gut in schwitzenden Argumenten. Mach mal so eine Ziege. Sie hat es nicht geschafft. Ich weiß selbstverständlich nichts über ihre Vergangenheit, aber... Das ist auch noch ein Problem, wir wissen nichts über sie. Argumente zu bringen, die auf das zivilisierte Dasein unseres Volkes und das Bessersein als die Drachlinge von damals, wäre doch bestimmt ein guter Ansatz, um auch ein wenig an ihre Ehre zu appellieren. Es ist schrecklich, zivilisierte Wesenheiten zu verurteilen für das, was früher einmal geschehen ist und vielleicht auch noch von Kreaturen verbracht wurden, die nicht sie selbst waren. Weißt du, wo ich das Problem dabei sehe? Woher wissen wir, dass die Drache zivilisiert ist? Naja, wir leben noch. Er ist geschwächt. Aber selbst dann, die leben noch. Er lebt noch. Ich glaube, der Magier lebt noch. Sie haben sich alle mit dem Drachen unterhalten. Er hätte auch einfach zuschnappen können und dann... Die Vernunftbegabtheit ist nicht zivilisiert. Es gibt Kreaturen. Dachte, wir sind uns einig, dass wir diesen Drachen nicht töten. Ja, nein, dem stimme ich zu. Aber das Problem ist, wir müssen auch ihren Sichtpunkt verstehen, müssen uns auch auf ihre Gegenargumente vorbereiten. Selbstverständlich. Oh, ich kenne ihre Gegenargumente, denke ich, jetzt schon. Und das ist das Problem. Also, ich weiß nicht, wie wir sie überzeugen können. Weil es ist ihr Lebensziel. Dafür wurde sie ihrer Meinung nach geboren. Dafür hat sie ihr Leben lang trainiert. Es ist ja auch richtig, was sie tut. Es gibt viele Drachen, die böse sind, die Kreaturen, Tiere sind, die sich über alles hermachen. Und wir müssen ihr beweisen, dass es auch andere Drachen gibt, die anderen kein Leid zufügen. Aber wie sollen wir es ihr beweisen, wenn sie nicht da hochgehen darf, um sich mit dem Drachen zu unterhalten? Und? Außer wir kriegen Ludewig überredet, dass wir mit ihr da dort hochgehen. Oh Gott, sag. Uns appelliere an ihre Gefühle. Und wie? Wilde Bestien, die alles morden. Herzlose Kreaturen. Machtbesessene. Sie würden nicht machtbesessen.
Nein, nein, ist sie nicht. Darum geht es auch nicht. Der Drache, was sie von Drachen denkt. Und solche Kreaturen, ich weiß nicht, ob sie um einen alten Freund derartig trauern würden. Um einen alten Freund, der zu den Menschen, Alben. Alben? War es ein Alb oder ein Mensch? Ein alter Mensch. Nee, ein Mensch. Der zu den Alben gehört. Menschen gehört. Einer vom freien Volk. Das stimmt. Und ich bin mir sicher, auch sie hat schon im Würmbahnorden Freunde und Gefährten verloren, hat ihnen nachgetrauert. Was unterscheidet den Drachen so sehr von sie? Könnte man das Argument bringen. Sie hat sicherlich schon Leute verloren. Tatsächlich ist das gar kein schlechtes Argument. Gut. Ich finde allerdings auch tatsächlich deinen Gedanken, sie, Ludwig, zu überzeugen, dass wir sie mitnehmen und ihr zeigen, dass es kein Monster ist, was dort oben lebt, sondern auch nur ein Lebewesen, welches sich auf Lorakis befindet und in Frieden leben möchte. Und ihm versprechen, den Drachen im Notfall zu verteidigen. Was wir, wenn er Gutes tun werden. Ja. Denn auch sicherlich, sie mag stark sein. Aber jeder hat eine Grenze und ein Drache und vier von uns könnte selbst sie sich... Fünf. In dem Moment... Monfrat ahnt gar nicht. In dem Moment kommt Monfrat wieder zu euch. Ein unglaublicher Mann, sein Wissensschatz. Es ist nicht zu glauben. Ich sage euch bitte... Nichts. Nichts. Erzählt. Nein. Ich sage euch, es ist ein unglaublich schlauer Mann. Er hat so viel Wissen in allen Bereichen. Es ist faszinierend. Wir haben uns ausgetauscht über so mannigfaltige Dinge und eure Geschichte findet er unglaublich faszinierend. Und es ist voll auf unserer Seite, dass wir den Drachen nichts tun sollten. Welche Geschichte findet er interessant? Jede. Du kannst doch nicht einfach all unsere Geschichten erzählen. Wir gelten hier in diesem Land als Verräter und werden gejagt. Steckbriefe hängen von uns in den Tavernen. Ihr vertrauen, es ist ein Priester. Priester haben auch die... Ja, das stimmt. Nein, aber es ist ein guter Mann. Er ist voll auf meiner Wellenlänge. Wir sehen ihn wegreiten. Seht ihr, wie steht's am Rand der Klippe mit so einer Taube? So ein roter Mit so einer dran. Ziege. Aber mit Flieh dran. Und dann siehst du so... Die Ziege. Stein zu Stein. Er ist ein starker Magier. Der hat keine Fliege, der galoppiert einfach durch die Luft. Nein, er befindet sich wieder bei Ulbrom, mit dem und erzählt er ihm jetzt und erzählt ihm jetzt alles. Konnte er dir etwas über den Drachen sagen? Ja, er hat mir gesagt, das ist Cenebros. So nannte man ihn schon früher. Cenebros stammt übrigens aus dem Drakurischen. Cenebris, was so viel heißt wie Finsternis. Und man nennt ihn den schwarzen Schatten. Ich finde den Gedanken, sie mitzunehmen. Hey, Moment, wie nennt man, was heißt das? Finsternis. Oder schwarzer Schatten. Oder man nennt ihn auch schwarzer Schatten. Nein, man nannte ihn den schwarzen Schatten. Cenebras, den schwarzen Schatten. Wisst ihr, ich finde sie mitzunehmen. Ist vielleicht gar kein so schlechter Gedanke. Aber es hieß, war auch vor langer, langer Zeit, alle Geschichten, die man so von ihm kennt und alle Aufzeichnungen, sie sind weitreichend. Von der einen Richtung, dass er Verhandlungen führt mit Menschen und dass er sehr viel Umgang mit ihnen pflegte, dass er in diversen Bergen residierte, teilweise auch angebetet wurde. Schreckensherrschaften, ja, aber auf der anderen Seite auch wieder Unterstützung der Menschen in allerlei verschiedenen Dingen. Schreckensherrschaft? Ja, das war eine kurze Episode vor sehr, sehr langer Zeit. Es gibt nur noch schriftliche Aufzeichnungen darüber, ob das alles so stimmt, ist schwer zu sagen. Aber auf alle Fälle gibt es alle möglichen Geschichten über ihn. Vielleicht war es eine pubertäre Phase. Oder deine Midlife-Crisis. Ich meine, seine... Ja, schon Midlife-Crisis. Mitlebenskrise. Ja. Alles Leben. Mitlebenskrise. Mitten im Lebenskrise. Ja, und allerlei dieses. Und dann die Geschichte, dass er halt dann irgendwann verschwunden ist. Also, Für lange, lange Zeit, bis er hier wieder aufgetaucht ist. Naja, bis die Kunde ereilte, dass er hier zu finden sei, so hieß es. Gut, okay. Wir ein Gerücht haben, eher.
Ein leises Flüstern. Wir haben einen Plan. Unglaublich, dass es bis zu mir... Wir haben einen Plan. Oh, ja, bitte. Wir wollen entweder die Dame überzeugen, mhm. wo wir uns eher geringe Erfolgschancen ausrechnen. Mhm. Der Gedanke dabei war aber, sie wollen sie überzeugen, dass der Drache kein Monster ist und sie dafür mitnehmen. Also nicht das Monster, was sie glaubt, dass er ist. Mhm. Und sie dafür mitnehmen. Was war der andere Plan? Der andere Plan ist, sie zum Duell herauszufordern. In Ordnung, die sind ja beide schlecht. Irgendwelche anderen Ideen, Montfred? Nein, 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 überhaupt nicht. Ich habe noch eine dritte. Außen rumklettern. Okay, na, wunderbar, wunderbar, wir sind tot. Oder uns in der Nacht vorbeischleichen. Sowas von tot. Ja. Daher, also der Gedanke war bei unserem ersten. Ich glaube, die beste ist immer noch, versuchen sie zu überzeugen. Genau. Und dabei war unser Gedanke, dass wir sie dafür mitnehmen müssten, um ihr zu zeigen, dass sie doch nicht das Monster ist, was sie denkt. Ich weiß nicht, wenn sie. Also. Einen optischen Reiz ausgesetzt ist, so wie eine riesige Bestie, die sie geschworen ist, zu töten, etc., würde es vielleicht etwas bei ihr einzugegebenermaßen gar nicht so. Aber stellt euch vor, ich versuche euch zu überreden, das weiß ich nicht, der böse Bluthundenanführer vollkommen missverstanden ist und dann steht er eben plötzlich vor euch und ihr seht ihn und erinnert euch an all die bösen Sachen, die er getan hat. Dann würde ich darauf warten, was er zu sagen hat. Würde ich nicht. Nö. Nicht eine Sekunde. Seht ihr? Ach ja, denkt man an Alva, denkt man an all die, die wegen ihm gestorben sind. Und die, so denkt sie momentan halt auch. Die er getötet hat. So ist meine Annahme zumindest. Also, das ist dein. Sie ist vom Würmband oben, dann sie denkt auf alle Fälle so. Ziemlich gutes Argument. Das habt ihr eine Idee, wie wir sind. Aber wenn ich zu dir komme, sage, Brandon, und sage, wir sollten mal mit ihm reden, weil ich habe mitbekommen, dass er gar nicht so böse ist und nicht. Das ist, was er zu sein scheint. Aber ihr seid kein Fremder. Monfort ist weitestgehend noch ein Fremder. Oder was ist, wenn ich zu euch käme und sagen würde, hier, ich habe da letztens so ein paar Leute kennengelernt, die haben eine ganz tolle Organisation, heißt die, wie hießen die Viecher? Schwarze Sonne. Ich weiß, worauf ihr... Ich stimme euch zu, ich stimme euch zu. Aber wie sollen wir sie sonst überreden? Vielleicht habt ihr einen anderen, den wir sie überzeugen können. Ihr seid so der Redner von uns. Ja, ich... Weil er viel redet. Warte, was Alva meinte. Ihr kennt wirklich viele Worte. Ich geh zur Klippe. Ja, dann. Karas! Und blicke in die Ferne. Bleib doch, das war doch nicht so gemeint, Karas. Eine einzelne Träne. Das war doch wie dieses Meme, wo der Typ einfach immer irgendwo steht und so in die Weite kommt. Karas, das war doch. Ich meinte doch nur, weil er viel redet. Ja, ich hab schon verstanden. Du bist doch sonst. Also eure Idee. Meinte das doch nicht so. Ja, ich weiß nicht, habt ihr schon darüber nachgedacht, auf ihre Emotionen einzugehen? Vielleicht hat sie ja auch einmal jemand Liebes verloren oder dergleichen. Einen Moment, er stimmt dir zu. Ich glaube, das ist eine sehr gute Argumentations... Wenn diese Idee irgendwann in seinen Schriften als seine Idee verkauft wird, schmeiß ich irgendwen von der Klippe. Er macht sich Notizen. Man kann nicht lesen. Ich streiche die Notiz durch und mache eine neue. Das war die interessanteste Drohung, die ich je gehört habe. Aber sie kann wahrer nicht sein. Das ist richtig. Gut, wollen wir uns dann trotzdem erst nochmal einen Plan Weg unterhalten? Ich meine aber vorher noch einen Plan machen, wie wir argumentieren wollen. Wie lange wollen wir denn noch darüber diskutieren, wie wir mit dir argumentieren können? Wir müssen nicht hier argumentieren, wir müssen hier argumentieren. Aber... Und vielleicht ein bisschen hier. Es ist ja... Eine Diskussion, eine Verhandlung ist wie eine Schlacht und die muss auch gut durchgeplant sein. Weißt du, was das Problem bei dieser Schlacht ist? Schlachten haben wir schon... Ungeplant. Ich kann mich auch an keinem wirklich geplant. Ist richtig. Ihr habt recht. Aber wie viele Narben haben wir? Ja. Wie oft waren wir den Tode so nah? Das Problem, was ich eher sehe... Dass Gunvar uns schon die Hand reichte. Aber wir haben gewonnen. Das Problem, was ich eher sehe... Für eine gute Schlachtplanung muss man zwei Dinge kennen. Sich selbst... Und den Feind. Uns selbst kennen wir schon mal und den Feind wissen wir, wer der Feind ist. Aber wir kennen sie nicht. Ja, ja. Das ist das Problem bei einem. Wir wissen, wer der Feind ist, aber nicht wie viele und welche Truppen sie haben. Alva, es schmerzt mich, diese Frage stellen zu müssen, aber... Erzähl mir, was sind die Tugenden eines Ritters?
Ich habe da was. Oh Herr. Aber wieso? Sie ist doch eine Ritterin, oder nicht? Ja. Also. Man könnte auf die Tugenden. Es gibt wahrscheinlich viele verschiedene, also in verschiedenen Kulturen andere, aber das sind jetzt die, die mir beigebracht wurden. Von da, bitte. Ihr seid ein Ritter? Naja, nicht. Ich wurde zu einem Ritter erzogen, aber nicht zu einem geschlagen. Seid ihr ein Knappe? Ja. Aber wessen Knappe seid ihr? Meines Vaters. Vetterfort! Es ist eine lange Tradition. Ja. Die erste Tugend ist die Tüchtigkeit. Ja, die können wir übersprechen. Warum? Du kennst sie gar nicht. Ich glaube, bei den Ritterzügen geht es gerade darum, dass man sie nicht überspringt. Weißt du was? Für den Satz werden wir beim nächsten Lesen und Schreiben üben, die Rittertugenden schreiben. Und ich habe sie schriftlich hier. Das ist in Ordnung. Mir geht es nur darum, dass wir jetzt Argumente finden und Tüchtigkeit nicht nach dem Argument klingt, dass wir tatsächlich im Moment versuchen wir es doch erst einmal. Was heißt das denn? Gut. Was, die Tüchtigkeit? Ja, was denn? Sie können wir wirklich überspringen, weil das beschreibt einfach nur... Wieso diskutierst du dann mit ihm? Weil er nicht einmal zuhören wollte. Entschuldige. Deswegen. Weil die Tugend Tüchtigkeit heißt. Die zweite Tugend ist die Tapferkeit. Schwierig. Aber hat sie vielleicht eine geheime Bedeutung? Ja. Irgendetwas, was darin versteckt ist? Eine Formulierungsmöglichkeit, die man dann nutzen dass könnte? Dass Tapferkeit nicht einfach nur heißt, sich tollkühn in eine Übermacht zu stürzen. Tapferkeit heißt auch manchmal gnädig zu sein. Das Leben dem Tod vorziehen. Das hingegen. Das ist gut. Das ist gut. Aber das heißt eher bei sich selbst. Ja, ja, weiter. Um auch dann mit einer schweren Last zu leben. Jetzt auch mal. Das ist vielleicht manchmal tapferer, als sich in einen Kampf zu stürzen und zu sterben. Ja. Oder das sich zu ist bestimmt auf beides oder sich zu ergeben, um etwas zu erhalten, was nicht verloren gehen darf. Das ist auch nicht schlecht. Das trifft gut zu, weil sie müsste sich ja ergeben, damit der Drache in dieser Welt leben kann. Die dritte Tugend ist die Ehrlichkeit. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob wir damit hier. Sie ist nicht unehrlich. Sie heißt einfach nur, dass ein Ritter zu jedem ehrlich sein muss, egal ob Adliger oder Bauer. Ja? Aber vor allem muss er ehrlich zu sich selbst sein. Denn ein Ritter kennt keine Ausflüchte. Das könnte auch ein Argument sein, um auf ihre Gefühle zu... Ne? Ja. So. Die vierte Tugend ist die Rechtschaffenheit. Ja, ich höre. Ja, sie vereint Treue und Anstand. Wer sie besitzt, hält seine Versprechen oder hält sich an einen bestimmten Grundsatz. Das ist eher schlecht. Das ist eher kontraproduktiv. Vielleicht überspringen wir das einfach. Das überhusten wir. Obwohl, ein guter Ritter zeichnet die Treue zu seinen Herren aus. Klasse. Oder seinem Herren. Ja, das könnte eher ein Problem sein. Ja, doch auch denen zu helfen, die sich nicht selbst helfen können. Auch das könnte. Wobei, das könnte. Im Moment trifft es ja zu. Ein guter Ritter kämpft an dritter Stelle für seinen Herren oder für seinen König. Mhm. Doch an zweiter Stelle kämpft er für sein Königreich. Mhm. Und an erster Stelle kämpft er für das Richtige. Das könnte aber... Das Problem ist, dass sie das Richtige sieht. Ja, das wäre so ein Endargument. Wenn sie dann schon so ein bisschen weich geklopft ist. Und sie möglicherweise denken könnte, es wäre das Richtige. Und die anderen beiden Punkte sind ja eher die Prinzipien, die sie vorher gelernt hat, aber vielleicht in diesem Moment nicht das Richtige darstellen. Es ist halt das Problem. Es geht darum, was der inneren Überzeugung nach das Richtige ist. Und ihre innere Überzeugung ist halt, der Drache zu töten. Vielleicht, was haltet ihr? Ich weiß, wie gesagt, nicht. Die fünfte Tugend könnte uns helfen. Oh, ja. Der Glaube. Ja. Dabei geht es nicht um den Glauben an die Götter, also nicht nur, natürlich auch um den Glauben an die Götter, aber vor allem geht es um den Glauben an die Tugend an sich. Ein Ritter glaubt immer an das Beste im Norakia. Jetzt ist die Frage, zählt ein Drache mit dazu? Ich bin der Meinung, ja, weil er lebt ja hier. Er ist ein vernunftbegabtes Wesen in Norakis. Ja, ein Ritter vertraut auf diesen Glauben, auf die Worte anderer, auf die Verdienste seines Herren und
die sechste Tag. Wir dürfen nicht alles auslassen. Wird es ja, naja, er glaubt halt auch an die Richtigkeit der Befehle des Herren. Das ist richtig. Aber bisher hat sie ja nicht unbedingt den Befehl bekommen, den Drachen zu töten. Und manchmal, sie hat den Befehl bekommen, alle Drachen zu töten. Aber wir hatten auch das Argument, das Richtige zu tun. Ist manchmal wichtiger, als seinem Herren zu folgen. Gibt es noch einen Dude? Es gibt insgesamt 8. Ach, na dann. Die sechste Tugend ist die Großzügigkeit. Wahlgrim, die kannst du dir auch einmal zu Herzen nehmen. Denn ein Ritter ist freigebig gegenüber dem Adel, wie auch dem gemeinen Mann. Haben wir nicht im Hohenkriegertum. Dann solltet ihr das vielleicht. Aber dabei geht es ja nicht nur um die materielle Großzügigkeit, sondern auch um die geistige Großzügigkeit. Die vor allem. Ein Ritter glaubt. Ein Ritter glaubt immer an das Beste im anderen. Du bist so arm. Und entscheidet sich. Ich glaube, du bist fast armselig. Ein Ritter glaubt immer an das Beste im anderen. Und jetzt. Er entscheidet im Zweifelsfall immer zugunsten des Angeklagten. Das ist. Hervorragend. Das trifft sich doch. Bei sich selbst lässt er doch keine Nachsicht walten und fragt sich immer, ob er selbst Schuld hat. Gut. Die siebte Tugend ist die Achtsamkeit. Erst bei sieben? Ja. Gerade bei sechs. Und die Tugend ist auch, naja. Ich schau da nicht zu. Bei den Zahlen meine ich. Eine, auf die ich vielleicht öfter achten sollte. Oh, welche Tugend? Die Achtsamkeit. Ja. Sie bestimmt das Verhalten gegenüber anderen. Ah, ja. Ein Ritter handelt nicht gedankenlos, verletzt niemanden durch leichtfertige Worte, durch Leichtfertigkeit, achtlose Worte oder törichtes Benehmen. Ich arbeite an mir. Man sollte ja immer an dich arbeiten. Ja. Warum guckst du mich ständig an? Was? Nein. Zufällig den Blick in deine Richtung geworfen. Ein Ritter ahmt kein schlechtes Benehmen nach, sondern nutzt es als Gelegenheit, um seine eigene Tugend zu zeigen. Ein bisschen schon, ja. Gut. Okay. Und die achte? Die achte ist die Aufrichtigkeit. Dabei geht es um den Adel der Seele. Mhm. Also die Ehre der Seele. Also die edle Seele. Alle Wesen sind von den Göttern geschaffen. Die kann nicht gelehrt oder erlernt werden. Sie kann nur aufgenommen werden und in einem wachsen. Und sie zeigt sich durch Haltung statt Pose, Selbstvertrauen statt Arroganz, Güte statt Mitleid, Glaube statt Bevormundung und Wahrhaftigkeit statt Anmaßung. Da kann man auch darauf zu sprechen kommen, ob sie vielleicht den Drachen nur jagt, um Ruhm zu erwinnen. Das war das, worauf ich hinaus wollte. Hervorragend. Ich merke, wir erleben nicht alles, aber mir fällt schon irgendwas an. Vielleicht hättet ihr euch Mitschrift machen sollen. Mitschrift ich habe und ich stehe da mit einem Notizbuch da und ich meine, mit der Frau. Bei mir ist es auch schon eine Weile her, dass ich meine, man kann sich Sachen besser merken, wenn man sie aufgeschrieben hat, aber ja. Ich kann nicht schreiben. Oh ja, stimmt, Entschuldigung. Aber wir können es ja mit diesen Tugenden üben. Du auch, Wolken. Es ist eigentlich eine gute Idee. Ja, lass los. Also was? Also diese Tugenden, also sie sind doch wirklich was Gutes. Ja, das ist richtig. Ich habe Runenkrieger immer als edel eingeschätzt. Ja, ich auch. Ich würde diese Gelegenheit auch gerne selbst nutzen, um sie wieder zu verinnerlichen. Ich habe schon lange nichts mehr von ihm. Das ist einer der Fehlverhalten. Montrat. Entschuldigung, habe ich das Gefühl. Entschuldigung, das musste geklärt werden. Ja. Entschuldigung, ich habe euch nicht zugehört. Das ist hingegen. Nein, ihr habt recht mit den Tugenden, dass sie jetzt richtig sind. Da war wieder sogar schon beantwortet. Nein, das ich. Sagt es doch bitte noch einmal. Nein, ich meine nur, dass wir sie alle vielleicht mal etwas mehr verinnerlichen sollten. Man muss ja nicht ein Ritter sein, um ritterlich zu sein. Seid ihr jetzt Priester geworden oder was? Amen. Und ihr Zyniker. Das war ich vorher schon, aber danke. Was ist ein denn hier Arschloch. Los? Was? Macht ihr euch über mich lustig? Nein. Das war so überhaupt gar nicht gemeint. Verzeiht. Schon komme ich mal hier zu einem Einsatz, um euch etwas näher zu bringen. Tugenden der Ritterlichkeit, da macht man sich über einen lustig. Tugend! Oh, nicht schlecht. Gut. Ich
sprechen wir mit dir. Aber verzeiht. Darüber kann man ja reden. Und ihr werdet euch sicherlich auch bessern. Und es war bestimmt nur ein Versehen. Verzeiht, es war nicht so gemeint. Gut, Monfrat. Ich glaube euch. Sich die Tugend anzuhören war das Beste, was mir je passiert ist. Okay, jetzt lügt ihr. Nein, das ist wahr. Also jetzt in letzter Zeit ist es tatsächlich das Beste gewesen. Es ist nicht viel passiert. Um mich zum Schweigen zu bringen? Nein. Jetzt wollt ihr aber das Schlechte hören. Nein, ich habe nur gefragt. Du gehst also wieder vom Schlechtesten aus. Nein, worum von der eigentlich in letzter Zeit ist nicht wirklich viel Gutes passiert. Du nutzt es aus! Nein, du nutzt es aus! Eine Lüge! Nein, es ist nicht! Du machst mir wieder vor. Karas! Das sind Richtlinien und keine Gesetze. Moment. Wie der Piratenkodex. Nur weil er sich unehrenhaft verhält, ist das nicht, dass er den Punkt Unrecht hat. Man kann die Wahrheit sagen, um dein falsches Ziel zu erreichen. Was? Das hat hiermit jetzt wenig zu tun. Naja, mit dem, was ich tue, nicht. Sagst du mal die Wahrheit? Ja, dass die Tugenden richtig sind. Okay. Gut, ehe wir uns. Und warum meinst du das wirklich? Karas, sei bitte ehrlich. Meinst du das wirklich? In vielerlei Hinsicht. Man kann sie nicht immer gänzlich einhalten, aber in vielen Punkten sind sie tatsächlich richtig. Nein, da spricht ja auch die zweite Tugend, die Tapferkeit. Manchmal muss man auch gegen seinen Kodex handeln, um das Richtige zu tun. Es ist wie bei den Kindheit. Das nein, bitte nicht! Was? Ich will es nicht hören! Wir hatten schlechte Erfahrungen. Das dort ist die Perfektion, ein Ideal, dem es sich anzupassen gilt. Ja. Ein Streben, das Ende der Leiter. Und wir versuchen nur, das, dem nahe zu kommen, was in unseren bescheidenen Möglichkeiten liegt. Manche mehr, manche weniger. Monfrat, das habt ihr wirklich schön gesagt. Danke! Ich hab's mit Worten. Das habt ihr wahrlich. Gut, wollen wir aufbrechen. Ihr seid noch gruseliger als sonst. Wollen wir. Was heißt denn eigentlich als sonst? Bin ich gruselig, weil ich Windhäuter bin, oder was? Das habe ich nicht gesagt. Mein kaltes Herz. Hör jetzt auf, mich mit den Tugenden aufzuziehen. Ich hätte sie nicht vorlesen sollen. Das war ein Fehler. Du hast gesagt, ich will dir nur helfen, dein eigenes Ziel zu erreichen. Du hast nämlich gesagt, du solltest dich an diese eine Tugend mehr halten. Ich sollte mich an alle Tugenden mehr halten. Nämlich Tugend Nummer 7. 6. Ich kann nicht schreiben, und es waren so viele. Es waren 8. Also kommt drauf an, auf welche. Das war 7. Das war 7. Das war die Achtsamkeit, ja. Also wenn du das meintest mit dem 8 mit der Achtsamkeit verhalten. Dann meinte ich, Aldo, bitte. Wollen wir uns nun zu ihr begeben? Ja, bitte. Gut. Ich klappe ihm auf die Schulter und gehe. Geht zu der Dame. Nein, ich dachte, wir gehen erstmal zu Ludewig. Also Karas, es ist... Ja? So. Es ist mir wirklich wichtig. Ich wäre so sehr froh, wenn du mich damit nicht aufziehen würdest. Tu ich nicht. Dich darüber lustig machen würdest. Tu ich nicht. Gut. Danke. Dann gehen wir erst einmal zu Ludwig. Wie wollen wir ihn überzeugen? Wovon wollen wir ihn überzeugen? Wir wollten sie doch gar nicht mitnehmen. Nein. Wovon wollen wir ihn dann überzeugen? Eigentlich müssen wir nämlich nicht mit Ludwig reden. Erst einmal. Doch nicht mit? Naja, wir werden es erst so probieren und wenn es nicht anders funktioniert, müssen wir es halt mit der zweiten Wir können halt immer noch zu Ludwig gehen. Genau. Ich hole die Flasche nichts heraus. Was hast du da? Nichts. Wo habt ihr eine Flasche Nichts her? Moment, das ist dieses Nichts, das haben wir doch schon mal getrunken. Das ist einer der stärksten Schnäpse. Naja, jedenfalls dachte ich, es ist ein bisschen auflockernder. Es lockert die Situation ein wenig auf, wenn man etwas dazu trinkt. Ist auch ein wenig Freundschaft. Finde ich auch. Ja. Das klingt nach einem Plan. Na dann. Gut. An dieser Stelle bitte. Bitte? Warte mal, ich möchte mir was kurz würfeln. Durchschnitt. Jo. Hatten wir eigentlich am Anfang nochmal Splitterpunkte zurückbekommen? Nee, ne? Doch, am Anfang des Kapitels haben sich eure Splitterpunkte wieder aufgefüllt. Aufgefüllt? Ja. Juhu! Ich brauche noch 2. Dito.
brauche 3. Nee, warte mal, Quatsch, ich hab 4, ich brauch 1. Ich brauch 5. Du brauchst mehr, als ich habe. Correctly. Danke. Eigentlich brauche ich noch 4. Die gehen dann in. Achso. Wenn du keinen hast, dann musst du 4. Dankeschön. Ja, dann gehen wir jetzt zum Zelt von Warnhilde. Warnhilde. Klopfen einmal die Wiege. Die Zwerge haben sich in das Zelt verkrochen, als es angefangen hat, windiger zu werden. Und hier hört man aus dem Zelt. Komm da! Das ist kein Vogant, oder der spricht einfach nur. Nee, das ist Vogant. Den einen verstehst du, den anderen nicht. Ja. Warnhilde, hatten wir das schon erfahren, wie die, von welcher Schar sie ist? Also wie sie ja, heißt? Von. Sedela Schar. Das ist alle Würmbahnordler sind von der, denn das ist die Großmeisterin des Würmbahnordens. Wie? Tedelas Schar. Mit Thea. Tedelas Schar. Tedelas Schar. Und sie steht. Mit einem Fuß auf einem Felsen am Abgrund, einen Wurfspeer in der Hand und schaut in die Ferne. Den Helm unter ihrem Arm weht ihr blondes Haar drauf. Jetzt haben wir die Chance, einfach hochzugehen. Sie scheint beschäftigt. Sie sieht tatsächlich aus wie eine Heroin, die man in Stein meißeln könnte. Warum treffen wir in letzter Zeit auch so mächtige Charaktere? Ich habe ja ein paar Becher bestimmt dabei, oder? Ja, wir haben alle ein wenig Becher dabei. Ein paar. Ja, dann sammle ich dann für uns alle Becher zusammen. Weigrum hat gerade Verstand auf 2 gestellt. Den habe ich schon lange. Wirklich? Das war der Teil, der dich beleidigt hat? Offensichtlich kam ihm eine gute Idee. Das werden wir ja gleich mitbekommen. Nein. Ja, doch. Echt? Oh, sehr schön. Und dann ja, aber nicht für unser Ziel. Was? Oh, Mann. Oh. Dann setze ich mich an den Klippenrand. Entschlossenheit. Ja, dafür bin ich zu furchtlos bei sowas. Das Tal, ihr seht das Tal unter euch. Neben euch das Rauschen des Wasserfalls. Es ist zwar ein Stückchen weiter, aber man hört es sachte im Hintergrund. Ein schöner Anblick, nicht wahr? Durchaus. Etwas, das es zu erhalten will. Das ist die Schönheit der Natur. Die Schönheit der Natur. Das, was uns die Götter geschenkt haben. Es sieht aus, es ist ein wenig wie zu Hause. Bloß mehr Bäume. Mögt ihr vielleicht mit uns einen Schnaps trinken? Da sage ich nicht nein. Aber wenn ihr versucht, mich abzufüllen, so habt ihr wenig Chancen. Ich wäre der Letzte. Wobei, mit Schummeln habe ich schon mal geschafft. Aber das ist eine andere Geschichte. Das stimmt, das war Wahnsinn. Das war ziemlich lustig. Ist in einer kleinen Schlägerei gelandet. Eine der lustigsten Treppenschlägereien, die wir hier hatten. Vielleicht reden wir darüber einfach nicht. Das klingt tatsächlich faszinierend. Es gibt Sachen, die möchte man einfach vergessen. Ja, und ich beginne, nein, bitte, erzähl mir davon. Danke. Beginne die Becher zu füllen. Ja. Hatten uns mit einem. Ihr wart, wer? Feldspalter. Brandun. Karas. Brandun, Hammerwacht. Wir hatten uns gesehen. Brandun, Hammerwacht. Klein Dunkelbein. Alvar an Randulf. In Ordnung. Aber. Erzählt mir davon, von der Schlägerei. Wir waren in einem verrufenen Lokal. In einer Hafenstadt. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß. Ich glaube, es war irgendwas mit L. Mein Namens Gedächtnis. Das ist gar nicht so gut. Ist ja für die Geschichte, glaube ich, auch nicht. Nee, Kristall ist sie auf alle Fälle. Oder Almsee. Irgendwo da. Am Wasser. Ja, und jedenfalls, da sind ein paar üble Typen rumgelaufen. Piraten. Schädelkosan? Mhm. Ja. Ich bin schon. Captain Rotbart. Ich hörte von ihm. Ich erinnere mich. er hat von einem Freund von uns, einem Kapitän, etwas gestohlen. Ein Geschenk, das er von den Seealpen erhalten hat. Es gewährte ihm Zutritt zu den Flüsterinseln.
Unglaublich. Wir haben es. Du hast es sogar noch. Und sogar Beweise für eure mutigen Taten. Wir mussten herausfinden, wo sie sich versteckt haben mit ihrem Schiff, damit wir das Amulett zurückbekommen können. Und deshalb haben wir in der Taverne mit ihnen getrunken, haben sie abgefüllt, um an diese Information zu gelangen. Und während die Zwerge und Alvar ein bisschen zu viel getrunken haben, es ist mir gelungen, heimlich immer mein Glas leer zu schütten, also mein Becher leer zu schütten. Und irgendwann waren alle tatsächlich so angetrunken, dass wir zum einen unser Wissen dann erlangt haben. Allerdings gab es dann zum anderen eine kleine Kneipenschlägerei, als sich gegenseitig Beleidigungen an den Kopf geworfen wurden. Und ich musste mit Hilfe von Magie ein paar Tricks und gut zureden, die Zwerge und Alvar da rausholen. Ich habe noch nie so betrunkene Leute irgendwie aus einer Massenschlägerei rausholen müssen. Zünftig, zünftig. Wahrlich, eine kleine Schlägerei in einer Taverne zur Entspannung. Ja. Aber das war ja nicht der peinliche Teil des Abends. Nicht? Nein. Nein, das kam danach. Wir sind in dem Haus des Kapitäns, dem wir helfen wollten, untergekommen. Ja. Und sind an dem Abend dann natürlich noch dorthin gegangen, um zu schlafen. Und Walgrim und ich wussten noch nicht wirklich, dass wir da sind und haben an ihrer Hauswand uriniert. Das wohl! Wunderbar! Dies Geschichte einwandfrei. Das Schlimmste war dabei, dass sie in der Tür stand. Ich sag euch, man kann trinken, wie man will. So etwas vergisst man nicht mehr. Auch ich war der Ernst auf dem Schiff unterwegs. In der Kristallsee, so wie ihr. Ich heuerte auf einem Schiff an, Unterstützer. Wir haben mit dem Geld des Würmbandordens praktisch ein Boot, ich kenne mich damit nicht aus, ein größeres Schiff, wie auch immer, zusammen mit den Seealben genommen. Wir waren, ich glaube, 4 Würmbandordler und der Rest war Besatzung von den Seealben. Und wir gingen auf Jagd nach diesen Mondsteindrachen, die an der Küste die Taucher belästigen. Das sind extrem gute Flieger. Sie fliegen hoch und klappen dann die Flügel ein und pfeilschnell sausen sie nach unten und tauchen dadurch tief ein in das Wasser bis an den Grund. Und suchen dort den Mondstein, der sich dort niedergelegt hat. Seeadler machen das so ähnlich. Ja, genau, so wie Seeadler. Und die Taucher, die dort sind, die nach den Asteria-Perlen und aber auch nach dem Mondstein tauchen, geraten dabei manch einmal, nun ja, zwischen die Drachen und ihr Ziel. Es gab einige Opfer gerade in letzter Zeit, zu dieser Zeit zu beklagen. Und so sind wir dorthin gekommen. Und tatsächlich haben wir eins dieser Viecher erwischt. Pfeilschnell, unglaubliche Flieger. Keiner beherrscht es so wie diese Drachen. So schrecklich sie sind, besitzen sie ja doch eine gewisse Schönheit, wenn sie das tun, was sie können. Das war tatsächlich unglaublich. Unglaublich waren aber auch unsere Würfe. Die Speere, sie sausten durch die Luft. Und meiner war es letztendlich, der das Ziel traf und so weit verwundete, dass wir es hätten weiter treffen können. Jedoch gingen uns die Speere aus. Auf dem Pferd ist das alles einfacher. Auf dem Festland hätte man sich die Speere wiederholen können. Aber wir hatten noch eine von diesen überschweren Armbrüsten. Die waren fest montiert auf dem Schiff. Harpunendinger. Ja, so Ballisten. Genau, ja. Ja. Und mit diesen habe ich dann den letzten Schuss gelegt. Ein beeindruckender Schuss, der durch die Luft sauste. Beeindruckend. Und danach, man glaubt es kaum, aber die Seealben sind trinkfest, das ist nicht in Worte zu fassen. Ein Gelage haben wir veranstaltet, zusammen mit den Tauchern aus den umliegenden Dörfern, die das alles mitfinanziert haben. Riesiges Fest. War sehr schön. Und auch dort gab es eine zünftige Schlägerei.
einer, ich weiß gar nicht, was es war. Ich glaube, ein Seealb meinte, aufgrund unserer Zeit zusammen auf dem Schiff mir auf den Hintern einen Klaps zu geben während der Feierlichkeit. Ja, ich habe ihm dann auch einen Klaps gegeben, das könnt ihr glauben. Ja. Ich glaube, er hat sich danach die Zähne wieder machen lassen. Ja, man sollte aufpassen, mit wem man sich anlegt. Nun, Wanhilde, wenn ich Wanhilde sagen darf. Natürlich. Wir sind nicht nur hier, um schöne Geschichten auszutauschen. Das dachte ich mir. Wir sind hier, um mit euch über den Drachen zu sprechen. Mhm. Wir wissen um die Ziele des Würmbannordens. Ich würde mich wundern, wenn nicht. Das steckt ja praktisch im Namen. Das ist richtig. Und es ist wirklich eine ehrenwerte Aufgabe, die ihr euch vorgenommen habt. Das wohl. Und ihr habt sicherlich auch viel vollbracht und viele Leben gerettet. Und die meisten... Unzählige. Die meisten Wesenheiten dieser Art, jene, die wie Tiere und Bestien sind, sie müssen... Der Bestand muss niedrig gehalten werden, um zu verhindern, dass alles Überhand nimmt und größere Siedlungen... Ich hab da einen Idealstand im Kopf. Null. Das ist für euch sicherlich ein Idealstand, aber so wie wir wurden auch die Drachen und alle anderen Wesenheiten, die hier im Diesseits leben, von Anfang an doch von den Göttern geschaffen. Und das nicht einfach so, denn alles hat doch irgendwo einen Sinn. Und ich kann verstehen, dass ihr diese wilden Bestien loswerden wollt. Allerdings stelle ich in Frage, ob dieser eine Drache tatsächlich die Wildheit besitzt, die all die anderen Drachen hatten, die ihr erlegt habt. So wie ich es gehört habe, ist er ein Wesen von Verstand, mit Gefühlen. Ein Wesen, das nicht nur fressen und vernichten will, es ist ein Wesen, das leben will. Und auch schon einige, viele Leben gerettet hat. Und selbstverständlich hat er auch viele Fehler begangen in seiner Vergangenheit. Schreckliche Dinge getan, die aufgrund seines Wesens vielleicht schrecklicher für uns kleine Leute erscheinen, als sie vielleicht für ihn erscheinen. Ich habe Fehler begangen. Wir alle haben Fehler begangen. Es sind manchmal Leute gestorben, die das nicht verdient haben. Und das sind Dinge, die wir nicht vergessen können. Und solche Gefühle kann auch dieser Drache empfinden. Und wir wissen davon, dass dieser hohe Drache von dieser Art, die ihr so verabscheut, einen Freund hatte unter einem einfachen Menschen. Woher wollt ihr das wissen? Ihr seid gerade erst angekommen. Von den Leuten, die hier leben. Und weil es Sinn ergibt mit dem, was momentan mit dem Drachen ist. Er frisst nicht mehr. Es ist nicht so, als wäre er krank. Er hat einfach aufgehört, in gesunden Mengen zu fressen. Und ich kann mir vorstellen, woran das liegt. Denn wie wir alle schon einmal, hat er jemanden verloren, den er wirklich geliebt hat. Er ist einer der wenigen letzten hohen Drachen, die auf Lorakis existieren. Allein das ruft im Herzen wahrscheinlich schon große Einsamkeit hervor. Und wenn dann ein so guter Freund stirbt, wenn er merkt, dass alle anderen Wesenheiten, die er treffen kann auf dieser Welt,
eine so kurze Lebensspanne haben, wird diese Einsamkeit nur noch schlimmer. Und ich denke, er ist in so tiefer Trauer verfallen, wie es jedem von uns in so etwas zustieße passieren würde. Er fühlt und lebt genauso, wie wir es tun. Deshalb glaube ich, deshalb glauben wir, dass er zu den Wesenheiten gehört, die die Götter geschaffen haben, die es verdienen, am Leben zu bleiben, deren Schönheit, deren Wissen, deren Erhabenheit dieser Welt ein kleines Licht schenkt. Dieses Licht gilt es doch auch zu hüten. Ich bin mir sicher, auch ihr habt schon in eurer Vergangenheit Freunde verloren im Würmbannorden. Vielleicht auch im Kampf gegen Drachen, aber nicht im Kampf gegen diesen Drachen. Ich habe auch schon gegen Menschen gekämpft. Ich habe Freunde schwer verletzt gesehen. Manche, die ich lieben gelernt habe, sind auch gestorben durch Hand von Menschen oder Zwergen oder Alben. Aber ich hasse nicht alle Menschen, Zwerge oder Alben. Wir alle tragen ein Stückchen Finsternis in uns. Aber dies ist meine Pflicht. Es ist das, was wir geschworen haben zu tun. Lorakis sicherer zu machen, indem wir diese Bestien töten. Das ist auch wenn er Gefühle haben mag. Und ja, ich kann es verstehen. Ich kann es verstehen, wenn er traurig ist und wenn ihr meint, dass er solch einen Verstand besitzt. Da, lasst mich euch eine Frage stellen. Nach all dem, was ihr jetzt gehört habt, nach dem, was wir euch erzählt haben, glaubt ihr, dass Lorakis auch nur ein Stück sicher ist, wenn ihr diesen Drachen, der niemandem etwas getan hat, seit die Leute sich um ihn kümmern, wenn ihr ihn tötet, es ändert nichts daran, wie es um die Welt steht. Im besten Fall tötet ihr den Drachen und nichts verändert sich. Im schlimmsten Fall werdet ihr getötet. Es ist eine präventive Maßnahme. Nun, wenn es um präventive Maßnahmen geht, weil jemand etwas Schlechtes tun könnte, dann müssen dann wir jedes Lebewesen auslöschen. Jedes Lebewesen von der Welt tilgen. Und das ist doch eine hohle Argumentation. Warum? Ist das? Na, nicht jedes Lebewesen auf der Welt ist ein Drache. Und nicht alle Drachen sind böse. Genauso wie. Ja, papalapap. Wo habt ihr denn das aufgeschnappt? Woher wollt ihr das wissen? Seid ihr Drachenexperte? Und woher wollt ihr das wissen? Ich bin vom Würmbannorden. Ich bin Drachenexperte. Ihr kennt die bösen Drachen. Jene Monster. Ja. Aber ihr kennt nicht alle. Alle Drachen. Ihr könntet das auch als die bösen Drachen bezeichnen. Wie oft habt ihr bisher einen hohen Drachen. Wie viele hohe Drachen habt ihr bisher erschlagen? Das tut hier nichts zur Sache. Doch? Nein. Ihr schert hier alle Drachen über einen Kamm. Und das widerspricht den Tugenden eines Ritters, nicht wahr, Alvar? Ja. Denn ein Ritter sieht immer das Beste im anderen. Mag es auch ein Drache sein. Manchmal, ein Ritter kritisiert nicht. Manchmal muss man seine Prinzipien aufgeben, um das Richtige zu tun. Was ja auch nur so ist, wenn er tatsächlich ein hoher Drache ist. Der dazu in der Lage ist, solche Entscheidungen zu treffen. Nicht solch eine Bestie, die alles und jeden vernichtet. Die Leute haben mit dem Drachen gesprochen. Es gibt auch manche. Und die Gespräche, die sie geführt haben, von ihm kennen sie die Geschichten. Und er hatte, wie gesagt, einen Freund unter den Menschen. Er hat wie viele andere Drachen haben Freunde unter Menschen? Und keine, die sie sich versklavt und nicht haben. Freunde. Und seht es einmal so, wenn dieser Drache so schlimm ist, so ein Monster. Warum wäre, selbst wenn er geschwächt ist, leben diese Menschen hier noch? Keiner von ihnen kann einem Drachen etwas entgegensetzen. Es wäre ein... Sie waren bei ihm. Es wäre ein leichtes für ihn gewesen, sie zu töten, aber er hat es nicht getan. Vielleicht hat er sie einfach gebraucht, um ihn wieder aufzupäppeln, damit er wieder stark wird und die Macht besitzt, andere zu vernichten. Sie bringen ihm Essen und er verweigert es.
Und was ist, wenn er dann wieder doch sich umentscheidet, losfliegt und die Lande tyrannisiert? Wie stehe ich dann da? Wie steht ihr dann da? Ich bin dann diejenige, na, ich habe ihn gehen lassen. Wieso? Naja, in dem Moment war er der nette Drache. Darum geht es. Dann lacht mir hier aus. Um euren Ruhm und eure Ehre? Um das, was die Leute über euch denken? Meine Ehre ist das Wichtigste. Eure Ehre ist das Wichtigste. Gut, eure Ehre ist das Wichtigste. Aber Ehre ist kein Ruhm. Das mag stimmen, ihr habt vollkommen recht. Ehre ist, sich zu entscheiden, das Richtige zu tun. Ehre ist auch nicht, was andere über einen denken. Und nach dem, was ihr jetzt über den Drachen wisst, haltet ihr es für das Richtige, ihn anzugreifen? Wenn ihr wirklich tief in euch geht, seid ihr vollkommen überzeugt, dass ihr den Drachen angreifen solltet? Dass ihr vielleicht einen töten könnt? Diesen einen Drachen, der nichts Böses will? Der keinen Menschen, der kein Lorakian etwas tun will? Dieser eine Drache. Meint ihr wirklich, ich reise durch die Lande und erwische den einen Drachen, der nichts Böses möchte? Oh, es gibt bestimmt mehr als nur einen. Wenn ihr wüsstet, was uns schon passiert ist, dann würdet ihr das für gar keinen Sinn. Habt ihr einen Beweis überhaupt für das, was ihr sagt? Dass es solch eine nette Kreatur ist? Die Leute, die mit ihm gesprochen haben. Die Leute, die hier noch leben. Die Leute, die nicht nur hier leben, sondern auf dem Umkreis. Was sind die leben Geschichten? Seit Monaten. Von dem Drachen, der den Menschen geholfen hat. Der so viele Piraten hat. Er hat ihnen in Not geholfen, hat ihnen mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Kennt ihr die Geschichte der, wie heißt sie? Schwarzenfeld. Von Schwarzenfeld? Soweit ich weiß, ist er in Windhold über die Baronie hergefallen. Auf dem Schlachtfeld hat er Dutzende getötet. Selbst wenn er Dutzende getötet hat, hat er den Kampf dennoch beendet. Das Leben weniger, das geopfert wurde, hat das Leben vieler gerettet. Und das Abkommen, das er dann getroffen hat, hat noch viel mehr Leben gerettet. Das Abkommen. Erst ein Mensch ist zu ihm gegangen und sie haben gesprochen. Der Drache hatte keinen Grund, diesen Menschen zu verschonen. Er hätte ihn töten können und Dutzende weitere. Nichts hätte ihn aufgehalten. Aber er entschied sich, mit etwas Fressen zu begnügen. Glaubt ihr denn wirklich, dass wenn er so ein Monster wäre, dass er sich entschieden hätte, die Menschen in Ruhe zu lassen, damit sie ihm etwas essen geben, das hätte er sich doch mit Leichtigkeit selbst fangen können. Und die Menschen töten können. Aber genau das ist nicht passiert. Dieser Drache hat sich für ein friedliches Leben entschieden. Er ist wie so viele Krieger, die sich nach einer langen Zeit entschieden haben, nicht mehr zu kämpfen. Die sich entschieden haben, ihre Waffen niederzulegen. Und vielleicht irgendwann dann zu ziehen, wenn es etwas zu schützen gilt. Alp, schenk mir nach. Ja, ich weiß. Ihr Wahlgrim. Ihr seid doch ein Runenkrieger. Ja. Habt nicht auch ihr geschworen, oder in diesem speziellen Bereich, alle Feinde der Zwergenheit zu vernichten? Sind nicht Drachen auch eure Feinde? Natürlich. Genauso wie Menschen. Genauso wie Alben. Genauso auch wie andere Zwerge. Aber das entscheidet immer noch ich, was ein Feind unserer Rasse ist und was nicht. Bei den alten Göttern und den neuen! Vermaledeit! Wirft mal auf Redegewandtheit oder Diplomatie. Einer darf Hauptwürfler sein, der Rest darf, wenn er möchte, unterstützen. Anführen würde ich auch gelten lassen. Dann unterstützen wir mit Anführen. Und ihr kriegt einen Bonus von plus 5. Und Warnheim. Wenn ihr damit nur eure Tapferkeit beweisen wollt, eure Ehe. Warnhilde. Wegen der Swingard-Kampagne, da ist doch ein Ort Warnheim. Ja, stimmt. Warnhilde, wenn ihr damit nur eure Tapferkeit beweisen wollt oder für euren Ruhm kämpfen wollt. Es ist nicht immer nur tapfer, Leben zu nehmen. Manchmal ist es tapfer, Leben zu lassen und mit einer Last zu leben. Selbst wenn ihr von eurem Orden dafür verurteilt werdet, habt ihr immer noch im Gedanken, das Richtige getan zu haben. Und wiegt das nicht mehr als Ruhm und Ehre
gegenüber einem Orden. An dieser Stelle möchte ich auch übrigens sagen, ich bin attraktiv und würde die Hauptlast tragen. Ich bin Bestientöterin. Ihr seid eine Ritterin. Und ein Ritter ist dafür da, das Richtige zu tun. Wie, ihr habt geschworen, Lorakis sicherer zu machen und die Drachen und jene Drachen zu töten. Ja. Ich sehe nicht, warum dieser Drache eine Gefahr ist. Macht mal bis 6. Wir machen mit Anführer unterstützen, ne? Warte mal, auch die Unterstützer mit 6 plus? Also plus 6? Ja, ja, jeder. Okay. Mit Anführer, ja. Ja. Ich hab doch nicht so viel gesagt. Okay. Auch über Anführer nicht? Oh! Oh, was hast du denn? 18 bei allen. Oh, nett. 5, aber ich mit plus 6 wäre ich bei 11. 14. Auf Anführen. Ja, aber er hat das nun mal trotzdem das Ding, das Gespräch hauptsächlich geleitet. Also ja, schon. Das ist plus 6, ja? Das ist 19. Anführen? Naja, vermutlich den Haupttribut dann jetzt auf 7 gesteigert. Was? Nein. Anführen geht auf, genau, auf Ausschreibung, Winskraft und ich habe 8 Punkte in Anführen. Ich bin auch bei 13 als Wert. Redegewandtheit wieder steigern. Ich bin auch bei 13 als Wert. Ich habe 13. 11 plus 6, soll ich denn sagen, was ich habe? 29. Mit dem plus 6? Ja. Ich hab nur eine 10 gewürfelt. Wer ist denn der Hauptspeicher? Du. Sekunde. Was hast du gewürfelt? 38. Uha! Ich habe es verlangt, schlecht zu würfeln. Ach, was? Du hast plus 6, plus die Boni, die wir geben. Was hast du? 29, danke. Wenn ich patze, springe ich runter. Ich hab's 29. Und Unterstützungszentrum 5 verlassen. Plus 2? 38. Er hat 18 gewürfelt. Ja. 18 gewürfelt, nochmal plus 6 und hauen Wert. Ah nee, plus 3, Entschuldigung. Wie viel? 38. Ich habe meine klimpernden Augen und meine angenehme, wohlige Stimme. Ah, davon würde ich mitreden. Nee, dann würde ich ja nicht plus 6 bekommen. Ja, ja, dann hat er vermutlich bei sich gerade drauf. Was du hast es nicht, ne? Ich würde nur erwähnen. Wie viel hast du insgesamt plus? Zu schlecht darüber. Ich 3. Ja. Dann kriegst du insgesamt durch den Unterstützer plus 9. Du bist aber. Also bei plus 15. Du bist bei 28, ohne zu würfeln. Achso, ja. Plus 5, ja. Also, ja. Komm schon, Annie! Naja. Ja. Dann bin ich auf 40. 40? Ja. Ja. Nicht schlecht. Dann gucken wir mal, was sie gewürfelt haben. Ansonsten haben wir noch ein paar Splitterpunkte. Hat sie sehr gut gewürfelt? Sie hat sehr gut gewürfelt. Sie hat eine 16 gewürfelt. Dann würfelt sie bitte nochmal. Warte mal. Vielleicht reicht es ja auch. Mal gucken. Ich meine, wir haben 40. Was kann sie denn schon von der hohen Schloss? Naja, es ist richtig, aber wir wollen sie überreden. Eine das hochqualifizierte Drachenjägerin, eine Entschlossenheit. Plus Flo ist attraktiv und wir warten vorher noch so ein bisschen mit ihr geredet. Das ist alles schon wie ein Boni. Wie viel hattest du? 40. 40. Ja, das wäre aber, als müsste man, wie er schon gesagt hat, mich überzeugen, einen dieser dunklen Leute, übrigens, vielleicht sind sie gar nicht so schlecht. Ja. Während der Unterhaltung, sie ist gerade noch am Schwanken, sie sieht sehr zwiespältig aus. Und ihr schenkt gerade nach, da kommt Mundfrat von der Seite, füll auch noch einen Schluck und es stolpert und hält sich so an ihr fest. Oh, verzeiht! Man lehnt sich wieder zurück. Das war ja knapp. Oh, ich brauche aber noch trotzdem was. Ich zwinker ihm zu. Ich zwinker zurück. 2. Wenn er Erfolgsgrad hat, hat er. Er gibt's ja alt, gibt's auch hier. Das war besser. Ein toller Zauber. Ja. Gegenüber einer Person kann es sein, nicht nur gegenüber sie selbst. Und sie seufzt. Und du möchtest den Splitterpunkt ausgeben.
Walter, wir hatten nicht, ihr muss ja ganz schön. Also. Naja, ja, wenn sie sowas wie zielstrebig ja, und sowas. All diese Entschlossenheitsverbesserungen hat sie genau für dieses Drachentöten. Ja, ja, unbeirrbar. Unbeirrbar, ja, zielstrebig. Okay, okay. Ja, zumindest plus 5 oder 6 noch dadurch. Mit 43 haben wir es dann geschafft. Wir können auch noch. Naja, okay, ihr müsst es nicht machen. Es geht mir, also, wie sehr sie dem gegenüber. Weißt du, ich will auch nochmal, dass sie nochmal würfelt. Ja, ich bin auch dafür, dass wir alle noch ein. Weil es wäre doof, wenn sie sich während die Wechsel überlegt. Naja. Wenn wir beide noch. Dann kriegt er nochmal plus 2, wenn wir beide genau, ausgehen. Weil wir beide noch um eine EG erhöhen. Und sie würfelt nochmal. Ich hoffe, sie würfelt immer schlechter. Es wäre schön, wenn einmal die Mondkraft funktioniert. Na, sie muss einen Risikowurf machen, das habe ich gesehen. Das ist relativ wahrscheinlich, dass sie schlechter Würfel hat. Sie hat einen Risikowurf gemacht. Du sollst nicht hingucken. Ich habe nur gesehen, dass du 4 Würfel ja, genommen ja, hast. Ja. Lunch mal hier nicht rüber, sonst hole ich den großen Spieler der Schirm aus. Ja, dann sehe ich dich auch eigentlich. Dann sehe ich dich hier, okay. Das wäre ja doof. Und ich nehme alle Splitterpunkte. Ja. Schon bin ich wieder auf alten Stand. Ist beide ausgegeben. Sie schaut in die Ferne. Ihr möget recht haben. In mancherlei Dingen. Wir alle haben schon jene verloren, die uns nahe standen. Und wenn diese Kreatur auch solche Gefühle haben mag, sie uns vielleicht näher als ihren Artgenossen. Trotzdem, wenn sich herausstellen sollte, dass diese wilde Bestie solch eine ist, so schwöre ich hier bei den alten Göttern und den neuen, werde ich zurückkommen und sie jagen. Und ihr tut recht. Bis mein Speer ihr Herz findet. Und ich gelobe vor den Göttern, euch beizustehen, wenn ihr dabei Hilfe braucht. So sei es. Und ich werde euch die Zähne rausschlagen, wenn es das bewahrheiten sollte. Sollte diese seine Brust. Brust. Mann. Gibt's ja wohl nicht. Ihr habt heute das Mutigste getan, was ein Mensch tun kann. Ach ja, Papa Lappa, hört auf zu reden. Verdreht mir nur noch mehr den Kopf. Dann lasst uns trinken. Ja. Da dreht zwar auch den Kopf, aber vielleicht bin ich angenehmer. Ja, was ist denn eigentlich mit ihr beiden Begleitern? Als das Trinkgelage langsam trinkiger und gelagiger wird. Oh. Was denn? Die Zeit. Nimmt doch auf. Kommen die langsam aus ihren Zelten und so in etwa, als hätten ihre Augen und Ohren gehört. Alkohol. Fließt in Strömen. Hier gibt es nichts. Und kommt zu euch rüber mit eigenen Bechern und einem Fass unter dem Arm. Ich brauche noch ein Fass. Sie kommen aus Altfest. Das werden wir. Und in einer trinklustigen Runde erklärt Warnhilde ihnen, warum sie diesen Drachen ausnahmsweise nicht töten. Was nochmal eine sehr interessante, lustige alkoholreiche. Das verstehen wir nicht. Die auf Unverständnis trifft, bis nach langen Diskussionen sie sich ihrer Anführerin beugen. Wegen der Tugend der. Nein, der. Was war das? Generell. Ritterlichkeit. Alle. Acht. Und wie es dann weitergehen. Und wie es dann weitergehen mag, sehen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da. Leute, die Glocke, Herzen für Drachen und Liebe und Frieden und all das. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.